Hallo, ich bin die Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und dann alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Ne? Und zwar habe ich hier die Degusta-Box jetzt von dem Monat August. Ihr Lieben, wir sind schon wieder im August. Ne? Ich fasse es nicht. Ja, ihr seht wieder bessere Videoqualität. Es lag an meiner Folie, die ich oben hatte. Ja. Ne, nur mal so, die habe ich jetzt runtergemacht und siehe da, es ist besseres Bild. Halleluja. So, ja. Ich bekomme die Degusta-Box im Jahresabo für 15,99 €. Ne? Und da hat man halt so auch mal so Markenprodukte drin. Ja, halt Markenprodukte. Hanni, ne? Also was man jetzt so vielleicht nicht so kaufen würde. Man kauft ja immer so meistens das Gleiche ein und dass man halt auch mal so ein bisschen rumprobiert, ne, was man mal so, ne, ja. Ich bin ja sehr, probiere gerne mal Sachen, experimentierfreudig, wollte ich sagen. Ja, bin ich auch. Aber ich probiere auch gerne mal Sachen aus, ne, was ich jetzt vielleicht nicht so, wo ich auch vorbeigehe, was man immer nicht so auf dem Schirm hat oder was man nicht kaufen würde, weil zu teuer, ne. Genau, und ja, ich glaube, hier hat man immer so bis zu 10 Produkte, 10 bis 15 Produkte ungefähr, je nachdem. Und immer so Warenwert zwischen 15 und 30 Euro. Ich finde, da sind die 16,99 € jeden Monat schon gerechtfertigt. Und ich muss sagen, das ist meine absolute Lieblingsbox von den ganzen Abo-Boxen. Ja, und sollte dir diese Box jetzt vom Monat August gefallen, ich habe hier einen Freunde-Werben-Freunde-Code für euch, den blende ich hier mal hier ein. Und dann bekommt ihr eure erste Degusta-Box nämlich für weniger, für 9,99 €, ich glaube ja, ne, und aber, ja, was ist heute los, ich habe Hunger, Leute, ich gehe gleich essen mit meinen, ja, das passt jetzt auch gut, ich habe Hunger, ja, ich gehe gleich essen mit meinen Mädels, ihr findet aber den Freunde-Werben-Freunde-Code auch unten in der Infobox, ne? Da könnt ihr auch nochmal gucken, und ansonsten, wenn es dich interessiert, und noch andere Geschichten, die ich hier so treibe im gesamten Video. Siehst du, bist du in 5 Infokarten durchlaufen. Kannst du mal gucken, was ich hier noch so treibe. Unter anderem auch Adventskalender-Unboxings. Es geht bald wieder los. Der erste trudelt morgen bei mir ein. Lasst euch überraschen, ne? Würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Kanälchen abonniert, ne? Glöckchen anmacht, nicht vergessen. Und wenn das mit dem Glöckchen anmachen nicht so funktioniert, wo YouTube euch über ein Video von mir informiert, würde ich mich freuen, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt. Da bin ich aber nur privat unterwegs. Ne? Habe kein öffentliches Profil und das bleibt auch so. Ich würde sagen, wir packen jetzt mal das gute Stück aus. Ja, Leute, wie gesagt, zu dem Thema Adventskalender. Ne? Ich habe die letzten Jahre mal ziemlich viele Unbox. Es wird dieses Jahr nicht so viel sein, aufgrund dessen meiner Lebenssituation. Ja, ist halt leider so, aber kann ich jetzt immer, man kann schon was ändern, aber das geht halt immer nicht so, wie man sich das gerne wünscht. Und deswegen wird es wahrscheinlich da ein bisschen weniger Adventskalender geben. Aber es wird ein paar geben, da lasst euch überraschen. Kriege ich das hier auf der Seite nie auf? Also, gucken wir mal. Ach, die ist schwer diesmal. Es geht, das geht, ne? Da hat man 10.000 Flyer, oh, ich sehe schon. Oh, ich sehe schon tolle Sachen, Leute. Flyer. Da sehe ich noch was, was wir schon mal hatten. Ah, ist egal. Ja, kann man auch die Degusta-Box Cold. Ich staune, dass hier noch kein Flyer drin ist für den Adventskalender. Ich habe nämlich gesehen, man kann schon den Degusta-Box Adventskalender bestellen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, den werde ich mir dieses Jahr nicht bestellen. Wenn, dann würde ich mir nochmal den vom Brentnuss, weil der war wirklich top, ne? Motto haben wir August-Box Happy Holidays, ja. Bei vielen beginnen die Ferien erst noch. Bei vielen sind die Ferien schon vorbei. Ne? Ja. Je nachdem, bei uns sind sie gerade, ich glaube doch, bei uns sind sie gerade im vollen Gange bis Ende August. Ne? Land Brandenburg, ich glaube ja. Puh, Leute, ich sehe schon richtig tolle Sachen. Ich fange dann gleich mal mit dem an. Haben wir hier einmal von Aua Waffeln Haselnuss. Oh, guck mal, ein Dreierpack gleich. Waffeln Haselnuss. 65 Gramm pro Packung, ne, Waffe mit Haselnusscreme-Füllung. Aber das, erstmal im ersten Moment sieht das aus wie so ein Stück Butter oder so, auch wegen der Verpackung, ne. Ja, mega, freue ich mich sehr, muss ich sagen, weil am Wochenende oder mal so für jetzt zwischendurch mal zum Kaffee dann halt so ein Waffelchen dazu, würde ich wahrscheinlich so eine Packung dann essen, ne.
Mega, also ich freue mich, dass Waffeln drin sind. Ne? Zum Kaffee brauche ich mir erstmal nichts kaufen, habe ich erstmal was da. Und die kenne ich überhaupt gar nicht, die Marke. Aber, ja, lecker, ne? Ja. Mein Kaffee ist gerettet, ne? Zum dazu essen. Sieht echt aus wie Ala Butter. Kann man im ersten Moment denken, ne? Aber nee. Gut. So. Dann haben wir hier Tuck Bake Rolls Tomate und Olive Geschmack. Mmh. Kennt ihr die Dinger mit Knobi? Die sind auch lecker. Oder mit Zwiebeln. Sei euch das an. Dünne knusprige Brotchips. So, mega, ne? Ja, das ist eine Originalpackung von Tuck. Ich habe gar nicht so auf dem Schirm, dass es von Tuck auch gibt. Ich weiß, es gibt so eine andere Marke, oder ist das nur von Tuck? Nee, ich glaube, es gibt noch eine andere Marke, ne? Ich glaube ja. Aber da freue ich mich, die sind lecker. Und dazu kann man auch sich einen Dip holen oder so, ne? Wie viel haben wir denn hier drin? 150 Gramm. Ja, also Samstagabend, wenn ich jetzt nicht gerade ausgehe, ne, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwo bin, dann gucke ich mal einen schönen Horrorfilm und dann gibt es immer Säckchen dazu und dann halt sowas zu knabbern. Boah, mega. Und Tomate, Olive mag ich, ne? Schmeckt bestimmt gut. Dann haben wir jetzt auch mal was zu trinken, ne? Wenn man, weil das Zeug macht ja immer sehr, sehr durstig, ne? Haben wir einmal von Red Bull The Organics Black Orange. Okay. Bin jetzt nicht so der geborene Red Bull-Fan. Aber ich, so Red Bull, so diese klassische Red Bull mag ich nicht. Ich mag diesen Geschmack nicht. Ich finde den so eklig. Aber so, wenn es so ein Mischgetränk ist, Black Orange, finde ich das in Ordnung. Tangy and Natural. Genau. Ich gehe mal von aus, es soll dann nach Orange schmecken. Bio-Erfrischungsgetränk mit natürlichem Aroma aus Pflanzenextrakten, kohlensäurehaltig. 250 Milliliter gibt es natürlich auch Pfand drauf. Ne? Das wird dann natürlich ja weggebracht. Ne? Ich mache auch die Gustabox aufgebraucht. Mache ich auch. Leider ist das das seltenste, das gesehenste Video hier. Ja, aber manche wollen es trotzdem sehen, ne? Und es gibt so manche, die gucken alles, was ich hier mache. Ich brauche hier bloß sitzen und euch was vom Pferd erzählen. Und es gibt trotzdem welche, die mich gerne schauen. Und darüber bin ich auch sehr, sehr dankbar, ne? Sonst würde ja der Kanal nicht hier so erhalten bleiben. Und sonst würde ich ja nicht steigen. Vielleicht kommen wir zum Ende des Jahres auf 2000 Abonnenten. Würde ich mich richtig drüber freuen. So, dann haben wir hier als nächstes Dr. Edgar Lovett, pflanzlicher Schokopudding. Bin ich so ein Schokopudding-Fan. Wenn, dann Vanille, aber nicht. Und wenn ich das hier schon wieder sehe mit, obwohl der ist mit Rohr, was? Mit Rohr-Ohrzucker. Also ich kenne Rohrzucker, aber Rohr-Ohrzucker? Gut. Ja, ich werde den trotzdem mal probieren, ne? Reich für eine Portion, so wie es aussieht, 49 Gramm für eine Tasse. Kann man, genau, macht man in so einen Kaffeebecher rein, in eine Mikrowelle wohl, kann man machen. Und man muss dazu entweder Pflanzendrink, Mandel oder Haferdrink. Ich glaube, ich werde den ganz normal mit Milch machen. Also so ein, es sei denn, hier ist so ein Mandeltrink oder Haferdrink mit drin, aber das sieht nicht so aus. Ja, ne, aber ich werde den trotzdem probieren, essen, schauen wir mal. Ist neu irgendwie von Dr. Edgar. Pflanzlicher Schokopudding, die etwas gesündere Variante. So, Mr. Brownie Schokolade Brownies, die sind richtig lecker. War in dem Degustabox Adventskalender letztes Jahr und in dem Brand News Adventskalender eine Tüte. Und wenn man die sich so ein bisschen warm macht, ganz kurz in der Mikrowelle. Richtig lecker. Und die schmecken wirklich wie selber gebacken. Als wenn du die selber frisch gebacken hast. Ja, Schokolade-Brownies. Einfach so ein ganz normaler, klassischer Brownie. Und der ist schon geteilt. Da hat man so zwei so eine Stücken drin. 50 Gramm insgesamt. Zwei Brownies steht hier oben. Lecker. So. Kaffeetasse ist wieder gerettet zum Kaffee, ne? Oder halt als Frühstücksnack oder zwischendurch oder als Kompott, je nachdem, wie man es mag. Jetzt haben wir hier noch mehr. Oh, gleich zweimal, Leute. War jetzt in den letzten Degusta-Boxen, in jeder Box war sowas mit drin, aber ich mag sowas.
haben wir ja einmal zweimal von Nestle. Einmal die Cinnamon Minis. Oh, das ist auch so ein süßes Gelumpf. Oh, aber geil, aber das schmeckt so süß, knusprig. Mm, oh. Lion Breakfast Cereal, einmal die hier. Die hatten wir jetzt auch schon die letzten Male mit drin gehabt, glaube ich, zweimal schon. Die noch nicht. Aber das ist ja egal. Ich mag diese süße Gelumpe. Weil es gibt ja immer so, wenn ich unter der Woche jetzt, wo ich zu Hause bin oder wo ich von meiner Maßnahme damals noch gekommen bin, gab es immer eine Tasse Kaffee und dann habe ich mir immer irgendwas Süßes reingezogen. Und jetzt habe ich hier was, ne? Mag die Honey. Honey mag so ein süßes. Also das ist keine Box zum Abnehmen, ne? Also wer gesund leben möchte, ist die Box, glaube ich, ja, ist nix, ne? Also nicht oft. Manchmal hat man auch gesunde Sachen dabei. Haben wir ja einmal von HC Energy Water mit B-Vitamin, Guarana, Orange Maracuja. Wäre eigentlich was für meine Mutti, aber ich trinke sowas auch mal gerne. Mit Koffein. Ei, mit Koffein. Also das heißt, ich kann das nicht abends trinken. Dann ist es nur was für den Tag verteilt. Und abends halt koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Mit Orange, Maracuja-Geschmack, mit Trauben und Zitronensaft aus Trauben, Zitronensaft, okay. Da ist so ein bisschen, hat nur 3 Kalorien, ist jetzt nicht dolle voll mit Zucker, ne? Och, 5 Gramm Zucker, och, ist ja niedlich. Kohlenhydrate auch 0,5 Gramm, ja, das kann man mit gutem Gewissen trinken. Aber das schmeckt auch, das war schon mal mit drin, auch Pfand drauf, wird natürlich weggebracht. Wie viel haben wir denn hier drin? 0,75 Milliliter, ne? Aber wie gesagt, schmeckt gut. Das war schon mal mit bei. Das, sowas nehme ich gerne mal, ne? Das, da sage ich nicht nein. So, eingepackt in Luftpolster, wenn ich schon wieder sehe, Bio. Manches ist auch gut. Ach. Gut, einmal von Natuka, Naturkompanie. Bio-Brühe mit Rind. Einfach so eine Brühe. Ja gut, ich glaube, das ist dann ganz gut, wenn man jetzt langsam geht es mir auf Weihnachten zu, ne? Wenn man so ein bisschen was vorbereiten möchte, dass man da halt Soße, dass man das damit reinmacht, glaube ich. Macht man da sowas mit rein? Ich glaube ja, ne? Oder wenn man jetzt einen Eintopf machen möchte oder was auch immer, ne? Solche Geschichten wandern weiter, sowas benutze ich nicht. Und das kriegt meine Mutti, die weiß damit mit Sicherheit was anzufangen. 90 Gramm. Ich glaube. Ich packe ja für meine Mutti mal jedes Jahr einen Adventskalender. Und da sie ja selber genug Beauty- und Kosmetikprodukte hat, kommt dann natürlich auch Nahrungsmittel jetzt rein. Ne? Ich glaube, das packe ich ja einfach mal mit in den Adventskalender. Ja, das mache ich. Ne? Ja, 90 Gramm. Aber wie gesagt, ich habe dafür jetzt keine Verwendung. Ich brauche jetzt sowas nicht. Dann kommen wir... Oh mein Gott. Von Foodspring Protein Cream, das war Sneak Peek, ist halt wie so eine Haselnusscreme, ne? Nur vielleicht mit etwas besserem Gewissen. Haselnuss Kakaocreme mit Molkenproteine, mit Süßungsmittel, Zutaten, blablabla. Oh, halt so ähnlich wie Nutella, vielleicht die etwas gesündere Variante zu Nutella. Kann man jetzt sich vielleicht so ein bisschen einbilden. Hat aber nicht viel Zucker, 7,4 Gramm. Also Kohlenhydrate 33, ja, aber ich meine, man schmiert sich ja nicht. Aber so ein Ding esse ich auch so auf. Aber da freue ich mich, wenn es schmeckt. Ich weiß ja nicht, ob es schmeckt. 200 Gramm, das ist schon ein recht großes Glas, ne? Freue ich mich, finde ich mega. Damit kann man auch, glaube ich, wenn man jetzt was backt, so Kekse oder so kann man mit, oder wenn man jetzt Plinze, Pfannkuchen, wie auch immer ihr das nennt, kann man damit auch essen, ne? Man kann es aber auch so auslöffeln. Man kann es aber auch sich mit aufs Frühstücksbrot machen. Man kann es aber auch Pancakes und so, ne? So, dann haben wir hier wieder so Fritt vegan Pfirsich. Ich bin kein Kaubonbon-Freund, Leute. Gummibärchen und Kaubonbons sind jetzt nicht so meins. Ich bin mehr der Schokoladenfan. Ich denke, das ist Geschmacks, habe ich schon gesagt, Pfirsich, ne? Ihr kennt das, da sind mehrere so eine Streifen drin. Ah, hier steht drin, 4 mal 14 Gramm. Da hat man denn 4 so eine Streifen drin.
Ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Kaubonbon-Fan. Ich weiß noch nicht. Meine Mutti mag sowas auch nicht. Ob ich denn mal sowas mit verlose, mal mit in Verlosungsbox gebe. Ich befülle ja jeden Monat eine Beauty-Box, ne? Und für meine Abonnenten natürlich. Und da kann ich sowas, ich glaube, da packe ich das mit rein. Ich denke ja, ne? Ja, mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass ich die essen werde. Nee, es ist nicht so meins. Was wiederum meins ist, Got to Go haben wir einmal Cinnamon Pecan Soft Baked Bar Low Sugar. Ich denke mal irgend so ein Energieriegel. Mandelmehlriegel mit Süßstoff, Zimt und Pekannüssen. Oh, das ist genau mein Ding. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Wieder was zur Kaffeetasse. Für zwischendurch, ne? Zur Kaffeezeit. Low Sugar. Weniger Zucker, okay. 40 Gramm. Freue ich mich. Bin gespannt, wie das schmeckt. Ich mag so eine Geschichte, ne? Manches schmeckt gut, aber manches ist nicht so lecker. Also ich finde zum Beispiel Cliff Bar Riegel finde ich mega. Also die sind übelst lecker. Aber sowas mag ich auch mal, ne? Ey, die Box ist mega, Leute. Ich liebe die Box. Ich finde die toll. Dann haben wir hier sicher eingepackt, nochmal extra mit so einer komischen Pappe hier. Ah, jawohl, endlich mal hier was mit Alkohol. Box ist leer. Von Veltins, Spritz, Bitter Orange, oh mein Gott. Schön gekühlt, Samstagabend Horrorfilm, ne? Diese Tuck-Dinger und dann das dazu. Ne? Genau. 5% Alkohol. Ja, kommt, das ist nichts. Ne? Das ist gut zu vertragen, sage ich jetzt mal. 0,33. Ne? Ja, freue ich mich. Ist halt so mit Bitter-Orangen-Geschmack. Ich glaube, sowas mag nicht jeder, so Bitter-Orange. Ich mag schön gekühlt. Freue ich mich sehr. 0,3, das habe ich schon mal gesagt. Liter. So. Es ist wieder genau eine Honeybox, ne? Das ist genau eine Box nach meinen Nudeln. Fehlt jetzt noch und Tomatensauce. Dann wäre alles perfekt. Noch richtig Schutz und dann ist gut. Ich finde die Box toll. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Es ist meine Box. Es bleibt alles bei mir, bis auf die Gemüsebrühe. Die wird weiter wandern. Ne, das ist für mich so ein bisschen Flop-Produkt. Und Top-Produkt sind wirklich die Tuck-Dinger, ne? Da freue ich mich richtig drauf. Und dieses Alkoholchen natürlich. Schande über mein Haupt, ja. Aber ab und zu kann man sowas ruhig mal trinken. Aber viel vertragt er nicht mehr, ne? Vor ein paar Monaten, letzten Monat, war so ein Gin drinne in so einer Dose. Hanni war im Zauberwäldchen, ich kann euch das sagen. Also ich war voll von der Ehrendose. Also das hatte ganz schön in sich. So, ich sag jetzt noch die Preise an und entweder oder Produkte, weil manchmal hat man so Alternative. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr ja ausmachen. Also diese Auerwaffeln, ne, was aussieht wie ein Stück Butter, kostet 1,89 Euro. Oh, würde ich mir jetzt so nicht unbedingt kaufen, ne? A Red Bull, das kostet 1,29 Euro. Die Brownies, ne, der Brownie hier, der Dings hier, 1,49 Euro. Dann haben wir hier diesen Got2Go, diesen Riegel. Ist entweder oder Produkt. Man hätte auch eine andere Sorte drin haben können. Wie gesagt, ich habe Zimt. Und dann hätte es Double Chocolate und Lemon Raspberry. Okay, hätte ich auch gern probiert, ne? Kein Problem nicht. Oh, und dann sehe ich der Put. Achso, der kostet 1,99 Euro. Teuer, ne? Für so einen Riegel 1,99 Euro. Siehst du, das sind so eine Sachen. Siehst du, seht ihr? Und das sind so eine Sachen, die ich nicht kaufen würde, ne? Also, dann von Dr. Edgar, I love it, der Pudding, 1,29 Euro. Und guckt mal, entweder oder Produkt. Und da wäre auf jeden Fall Vanille mit bei gewesen. Nee. Da wäre einmal mit bei gewesen Schoko, Karamellpudding, süßer Reis, genau, und Grießbrei. Ja, das hätte ich gerne gehabt. Weil, wie gesagt, Schoko ist jetzt nicht so meins. Na, ich werde ihn trotzdem probieren. So, dann einmal die Tuck Bake Rolls, 1,99 Euro. Produkt des Monats ist tatsächlich dieses hohe C
mit 1,49 Euro. Ja, hat man immer so Produkt des Monats. Das ist jetzt tatsächlich mal ein Getränk ist. Naja, ist ja im Sommer, ne? Im Sommer soll man viel trinken. So, einmal dieses Spritzgetränk, also hier, das Alkoholchen. 82 Cent. Moppete. Hat man selten in der Box. Ein Produkt, was unter 1 Euro kostet. Obwohl die Frit, die kosten auch nur. Ne, hier die Frittis, hier die Frit, die Kaubonbons, 89 Cent, ja. Dann einmal die Cinny Minis. Die Cinny Minis, also die hier, kosten 1,69 Euro. Gemüsebrühe, 2,29 Euro. Hier ist ja halt Bio, ne? Und ist sogar auch ein Entweder-Produkt. Entweder Hühner oder Rind. Man hätte auch Hühnerbrühe haben können. Ich habe Rind. Foodspring, diese Haselnusscreme, 5,99 Euro. Muss ich ehrlich sagen, würde ich mir im Leben nicht kaufen, ne? Für 5,99 Euro. Ach, seht ihr? Ich habe auch eine Überraschung, eine leckere Überraschungsprodukt, 1,69 Euro bis 2,19 Euro. Das sind dann halt die hier, ne? Das ist mein Überraschungsprodukt, die Lion Breakfast Cereal Riegelgedöns, ne? So, ja, ihr Lieben, das war die Degusta-Box vom August. Ich finde die gut. Es ist so eine typische Honeybox, Alkohol, Süßkram. Was will man mehr, ne? Ja, könnt ihr ja gerne mal eure Meinung drunter schreiben, wie ihr die Box findet. Und wie gesagt, sollte die euch gefallen, nutzt mein Freunde werden Freunde-Code. Und ihr bekommt die August-Box garantiert noch. Also ich weiß, dass das funktioniert von anderen Zuschauern, die Box abonniert haben, die meinten, ja, ich habe sogar noch die Box bekommen, ne? Müsste halt schnell sein, genau. Und ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Jetzt zum Schluss wende ich euch ein. Playlist, Degusta-Box, Unboxing gut aufgebraucht. Könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr dolle Langeweile habt. Hier siehst du meinen Kanal. Kannst du vielleicht kostenlos abonnieren. Würde ich mich richtig drüber freuen. Hier und siehst du Videovorschlag und den aktuellsten Upload. Ich kann ja mal Videovorschlag machen. Degusta-Box aufgebraucht, ne? Genau. Und ich sage, tschüssi. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hanni.